Das Himalaya-Gebirge in Indien. Irdische Heimstatt der Götter und Tummelplatz für Wahrheitssuchende und Heilige. Im Glanz schneebedeckter Gipfel berühren sich märchenhafter Mythos und schroffe Wirklichkeit. Der christliche Messias wird dort von Menschen unterschiedlicher Religionen als großer Lehrer aus dem Westen verehrt. Alte Legenden berichten davon, dass der jugendliche Jesus konsequent für die Verwirklichung der Nächstenliebe lebend, lehrend und lernend durch die Lande zog. Ein Wissenschaftlerteam ist sogar davon überzeugt, das Grab des berühmten Christus in Kaschmir gefunden zu haben. Delhi, Tor zum Himalaya. In der Hauptstadt der größten Demokratie leben etwa 14 Millionen Menschen. Eine zentrale Rolle in ihrem Alltag spielt die Religion. Die Hindu-Mehrheit toleriert alle anderen Glaubensrichtungen als gleichwertig. Das älteste christliche Heiligtum in Delhi, St. James, erbaut 1857. Der Name Jesus Christus tauchte schon viel früher in Indien auf. Tibetischen Schriften, aber auch mündlicher Überlieferung zufolge, bereiste der Hebräer den Norden des Landes und den Himalaya bis Tibet. Angeblich wurde er in Kaschmir beigesetzt. Machtbesessenen Priestern war der weise Mann aus dem Westen ein Dorn im Auge. Beim Volk war er als großer Prophet angesehen. Jeff Salz will der Sache auf den Grund gehen. Fußt die Legende auf Tatsachen, dann lassen sich vielleicht Beweise finden. Als Anthropologe interessiert er sich vor allem für den Menschen Jesus. Wie lebte, lernte und was lehrte er über das Menschsein und die Einswerdung mit Gott? In Alt-Delhi hat der amerikanische Wissenschaftler eine Verabredung. Er will mehr erfahren über das Jesusgrab. Nur wenige Straßenzüge. Und wir sind an einer Moschee, einer Kirche und unzähligen Tempeln vorbeigekommen. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist eine Synagoge. Im bunten Treiben der Millionenmetropole trifft der Forscher auf den Spuren Jesu den Entdecker des fraglichen Grabes, Professor Hasnain. Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in Kaschmir kann er den ehemaligen Direktor des Staatsarchivs nicht in Srinagar besuchen. Seit seiner Pensionierung beschäftigt sich der Wissenschaftler mit der Erforschung des historischen Jesus. Fida Hasnain untersuchte die Begräbnisstätte zum ersten Mal im Jahr 1975. Ich bemerkte, dass es zwei Eingänge zu der Grabstätte gibt. Einer führt in das Erdgeschoss, der andere in den ersten Stock des Gebäudes, das erst viel später errichtet wurde. Der Sarkophag im ersten Stock ist von Norden nach Süden ausgerichtet. Wie dieser hier. Aber im Erdgeschoss fand ein Begräbnis statt, das älter war und von Osten nach Westen angelegt wurde. Wie bei einem jüdischen Grab von einem Anhänger Moses. Die ungewöhnliche Entdeckung veranlasste den Historiker, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern den Ort gründlich zu inspizieren. Im Inneren des Grabmals entdeckten die Forscher christliche Rosenkränze und ein typisches Symbol, das Kreuz. Ich bat meine Assistenten, die Grabstelle zu reinigen. Es war ziemlich dunkel. Als sie den Ort säuberten, entdeckten sie plötzlich so etwas wie einen behauenen Stein.
Die Wissenschaftler legten die Oberfläche vollständig frei. Dabei entdeckten sie zwei Reliefs mit Darstellungen von Fußabdrücken. Beide Abbildungen weisen stilisierte Wundmale auf. Das gefundene Grab wurde auf das 1. Jahrhundert nach Christus datiert. Für den Historiker liegt die Vermutung nahe, dass der Künstler, der die Werke geschaffen hat, Jesus kannte. Professor Hasnain hat schon viele antike Fußreliefs gesehen, doch noch keines wie diese. Ich war erstaunt und musste sofort an die Szene denken, in der Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Viele Gläubige sind davon überzeugt, das jüdische Grab in Srinagar ist die letzte Ruhestätte von Jesus. Das würde bedeuten, wurde der Prophet der Liebe in der Heimat ans Kreuz genagelt, so hat er die Hinrichtung tatsächlich überlebt. Nach seiner Auferstehung zog er lehrend und heilend weiter durch die Welt. Im gegenwärtigen Denken der westlichen Welt, verzeihen Sie, wenn ich das sage, ist ein alleiniger Besitzanspruch, eine Art Monopol auf Jesus erkennbar. Der berühmte Langhaarige sah in allen Menschen dasselbe Wesen, das auch er verkörperte, Gott. Starb der Prophet, im eigenen Land geächtet, tatsächlich im Himalaya? Ja, die bisherigen Untersuchungen haben mich und andere Forscher eindeutig zu diesem Schluss geführt. In Indien ist Jesus bestens bekannt. Der Sohn von Maria und Josef verwirklichte das Ziel der buddhistischen Heilslehre, zugleich Essenz aller Religionen. Die innere Einheit mit Gott zum Wohle der gesamten Schöpfung. Warum kam Jesus nach Indien zum Sterben? Wenn Jesus vorher schon in Indien gewesen und später zurückgekehrt wäre, könnte das eine plausible Erklärung ergeben. Der Wissenschaftler will mehr erfahren über die historische Figur, deren Bildnis meist in gefoltertem Zustand die Kirchen ziert. Er fährt in die Berge. Der Legende nach begegnete Prinz Ravana von Orissa dem jugendlichen Jesus in Jerusalem beim Disput mit Gelehrten. Wie kaum ein anderer verstand es der Junge, den Dreiklang aus allumfassendem Willen, göttlicher Liebe und verblüffender Weisheit anzuschlagen. Tief beeindruckt von dem klaren Geist und seiner bedingungslosen Hingabe an die Wahrheit, lud der künftige Maharaja den selbstbewussten Knaben ein, mit nach Indien zu reisen. Die Lebensspanne von etwa 12 bis 30 Jahren findet in der Bibel keine Erwähnung. Lehrend und lernend zog Jesus durch Indien bis nach Tibet. Dort studierte er tibetischen Buddhismus. Dieselbe Route durch den Himalaya, die vermutlich der Jüngling aus Galiläa im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung nahm, verfolgt Jeff Salz. Er fährt in das Gebirge von Ladakh, durchquert Sanskar, das Nubra-Tal und besucht ein Kloster in der Nähe der Hauptstadt. Dem Forscher war zu Ohren gekommen, dass dort tibetische Schriften aufbewahrt werden, die den Aufenthalt des außergewöhnlichen Gottessohnes dokumentieren. Vor 20 Jahren besichtigte ich auf einer Tibet-Reise den Potala, den alten Palast des Dalai Lama in Lhasa. Ein hoher Geistlicher erklärte mir, dass Jesus auch im Buddhismus auftaucht. Viele verschiedene Quellen berichten von Jesus im Himalaya. Doch der Wissenschaftler will Beweise finden. Hat Jesus von Nazareth tatsächlich einen großen Teil seines Lebens im Himalaya verbracht? Nicht nur kirchliche Dogmen kämen damit ins Wanken, auch die grundlegende Gemeinsamkeit der Religionen würde betont. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus kam Alexander der Große nach Indien.
Handelsbeziehungen zwischen Palästina und der Himalaya-Region bestanden schon lange vor der Zeitenwende. Fest steht, wenn Jesus auf der überlieferten Route unterwegs war, kam er in engen Kontakt mit der Lehre des Siddhartha Gautama Buddha. Der Königssohn verkündete bereits 500 Jahre vor Christus den für jedermann gangbaren Weg zur Aufhebung des Leidens. Im ersten Jahrhundert brachten wandernde Mönche das Rezept der Erlösung von allem Übel nach Ladakh. Die Statue war aus dem Jahre 70 vor Christus. War Jesus hier, dann hat er sicher eine Menge Buddhisten getroffen, die genauso drauf waren wie er. Frappierende Ähnlichkeiten in unterschiedlichen Ausprägungen desselben Ursprungs von christlichem Glauben und tibetischem Buddhismus deuten auf einen engen Kontakt des westlichen Religionsstifters zur östlichen Heilslehre. Die Expedition hat Sanska erreicht. Die magische Kulisse des höchsten Gebirges der Erde, Eingang zum legendären Shangri-La, dem verborgenen Land erleuchteter Menschen. Der Thron der Götter öffnet das Herz, den Treffpunkt mit Gott. Mit leiser Stimme spricht er, wer ihn hören will, kehre in die Stille ein. Wandern durch die Berge inspiriert den Suchenden auf dem Weg der Wahrhaftigkeit. Auch den Menschen in Sanska ist der Meister der Liebe kein Unbekannter. Sowohl in hinduistischen als auch in buddhistischen Überlieferungen ist die Rede von Issa, wie Jesus in Indien genannt wurde. Bereits seit einigen Jahren stellt der Wissenschaftler Nachforschungen an. Manchmal stößt er auf konkrete Hinweise. Ich habe hier das Bhavishya Mahapurana. Es wurde im 2. Jahrhundert verfasst. In dem sehr angesehenen und wohlbekannten Werk wird berichtet, dass der König von Kaschmir in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts auf einen hellhäutigen, blonden Lehrer aus dem Westen trifft, der von sich sagt, er sei angeblich jungfräulich geboren und von seinem eigenen Volk als Sohn Gottes angeklagt und verurteilt. Sein Name sei Issa, Messias. Bedeutet Jesus in Indien. Ein echt erstaunliches Beweisstück. In der Himalaya-Region blieb der Lebensstil der Bergbewohner über Jahrtausende nahezu unverändert. Zahllose Tempel und buddhistische Klöster bilden das kulturelle Zentrum für die tief religiösen Menschen. In Karsha Gompa will Jeff Salz einer Puja beiwohnen. Skarma, sein einheimischer Führer und Dolmetscher, begleitet ihn zu der Zeremonie. Das Kloster, eines der bedeutendsten in Sanska, wurde vor etwa 2000 Jahren erbaut. Karsha Gompa gehört dem Gelugpa oder Gelbmützenorden. Wie im tibetischen Buddhismus üblich, weihen die betenden Mönche den anfallenden Segen ihrer geistigen Arbeit dem spirituellen Wohl aller Wesen, die in ihrer Vorstellung noch feststecken, im ewigen Kreislauf des Lebens. Dem Forscher fallen gewisse Ähnlichkeiten mit katholischen Gottesdiensten auf, zeremonielle Gewänder, Rauchopfer und ritueller Gesang. Auch in christlichen Klöstern bestimmt die strikte Ablehnung vergänglicher Genüsse den Alltag. Absolute Gewaltlosigkeit, bedingt durch uneingeschränkte Achtung vor dem Leben, galt schon 500 Jahre vor Jesus Christus als Maxime im Buddhismus. Selbst ein Außenstehender kann sich den erhebenden Schwingungen bei einer Puja kaum entziehen. Das ist eine bewusstseinserweiternde Erfahrung, großartig. Der Amerikaner genießt die herzliche Gastfreundschaft der heiteren Menschen.
Ich habe mit Sunum Wangchuk gesprochen. Er hat noch nicht viel gehört von der Legende des jungen Hebräer in Zanskar. Aber er hat mir wunderbare Parallelen zwischen den Lehren Jesu Christi und Buddhas aufgezeigt. Mitleid, Güte, Barmherzigkeit, Gewaltlosigkeit, Gnade, nur einige von vielen Gemeinsamkeiten. Ich denke, die richtige Folgerung ist, dass die Lehre Jesu ursprünglich den Belehrungen des Buddhas sehr ähnlich ist. Vermutlich kamen die Unterschiede zwischen Christentum und Buddhismus erst durch spätere Auslegungen. So wie der historische Jesus mehr ein Mensch wie du und ich war, als die übernatürliche Lichtgestalt, zu der ihn die Kirche gemacht hat. Die Legende berichtet, dass sich der große Prophet auf seiner Wanderung durch Indien auch zeitweise Handelskarawanen anschloss. Auf seinen Spuren ziehen die Männer auf der alten Seidenstraße nach Pishu, in der Hoffnung, mehr über Jesus und seinen Weg durch den Himalaya zu erfahren. Die Nacht verbringen sie bei Freunden von Skarma. Jeff Salz hofft, von den Geschichten über den Messias aus dem Westen zu hören, die über die Jahrhunderte mündlich überliefert wurden. Beim gemütlichen Beisammensein beeindruckt den Amerikaner die heitere Gelassenheit der Bergbewohner. Er will von den Gastgebern wissen, ob sie die Legende des heiligen Isaak kennen. Doch sie haben noch nie davon gehört. Der Weg aus Zanskar hinaus führt über den Fluss gleichen Namens. Eine rasante Fahrt auf dem reißenden Gewässer bringt die Gruppe schnell voran. Der Wissenschaftler will noch bedeutsamen Hinweisen nachgehen, die einen Aufenthalt des Heiligen aus Nazareth in Ladakh belegen sollen. Wenn Jesus durch diese Gegend gekommen war, dann hätte er genau das gesehen, was wir auch sehen. Kein Müll, keine Spuren menschlicher Besiedlung, nur vereinzelte Stupas. Vermutlich wäre er aber nicht im Schlauchboot dahin geschwebt, dann wohl eher schon über das Wasser gewandelt. Sie haben Zanskar verlassen. Auf seinem Weg nach Leh hat der Forscher einen Abstecher nach Sabu geplant. Dort lebt ein Orakel. Bei seiner freundschaftlichen Begleitung und auch beim Dalai Lama ist die ältere Dame als zuverlässiges Medium anerkannt. Vielleicht kann sie ihm weiterhelfen. Bye bye. See ya. Write letter, huh? I'll write letter. Ja, thank you. Bye bye. Von den Menschen, die er bisher traf, konnte er noch wenig über Jesus erfahren. Die Sage von dem beliebten Mann aus Palästina scheint in diesem Teil des höchsten Gebirges wenig bekannt. Oder ist sie heutzutage in Vergessenheit geraten? Vielleicht aber hat der Wissenschaftler nur noch nicht die richtigen Informanten gefunden. Gleichgesinnte findet im Buddhismus, wer wie Jesus das Göttliche im Inneren des Menschen auf Erden verwirklicht, um allem in bedingungsloser Liebe zu begegnen. Wahrscheinlich war Jesus im Himalaya einer unter vielen erleuchteten Meistern. Jeff Salz hat den Ort Sabu erreicht. Jeder kennt dort das Haus des Orakels. Die Weisheit und den Rat himmlischer Wesen in Betracht zu ziehen, hat im tibetischen Buddhismus eine lange Tradition. Der Wissenschaftler hat sich entschlossen, ebenfalls Hilfe aus übersinnlichen Bereichen für seine Recherche in Anspruch zu nehmen. Wenn die Frau in Trance fällt, hat sie die Gabe, ihre eigene Persönlichkeit zurückzunehmen, sodass ein Geist aus anderen Daseinsgefilden von ihrem Körper Besitz ergreifen kann.
Eine buddhistische Schutzgottheit spricht dann mit ihrer Zunge. Bei normalem Bewusstsein ist sie eine liebevolle Großmutter. Der Anthropologe lässt das Orakel befragen, ob Jesus von Nazareth in Ladakh war. Jesus kam durch Ladakh und hat sogar einen Baum gepflanzt, um ein Zeichen zu setzen. Für die Gottheit besteht kein Zweifel. Jesus war auch in Ladakh. Das Orakel hat ohne zu zögern gesagt, dass Jesus in Ladakh gewesen ist. Offenbar gibt es irgendwo in den Bergen sogar einen Beweis dafür. Menschen aus aller Welt pilgern zu der bescheidenen Frau. Sie werden geheilt oder bekommen Antworten auf ihre Fragen. In einem Seitental des Indus, auf 3500 Metern über dem Meer, liegt die Hauptstadt von Ladakh. Leh hat etwa 20.000 Einwohner. Vor allem im Sommer jedoch sorgen Ströme von Flüchtlingen vor der chinesischen Besatzungsmacht in Tibet und zahlreiche Touristengruppen für enormen Zuwachs. Es gibt Legenden, die von einem Heiligen namens Issa berichten, der hier durch Leh gekommen ist. An diesem Baum soll er über das Leben und die Liebe gepredigt haben. Ist der Baum 2000 Jahre alt? Schwer zu sagen, jedenfalls scheint er höchst lebendig. Die Legende von Jesus im Himalaya erregte zum ersten Mal Aufsehen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Unweit von Leh, hoch oben in den Bergen, liegt das Kloster Hemes. Dort machte im Jahr 1887 ein russischer Forscher angeblich eine Entdeckung, die das Jesusbild der Kirche in neues Licht hätte rücken können. Der Offizier Nikolai Notowitsch ist als Korrespondent einer St. Petersburger Zeitung in Kaschmir und Ladakh unterwegs, auf der Suche nach alten buddhistischen Texten. Nach monatelanger Reise hat er Gerüchte vernommen von alten Schriftrollen, die das Geheimnis der undokumentierten Lebensjahre Jesu enthüllen. Er setzt alles daran, sie zu finden. Ein Unfall führt ihn schließlich zu Hemes Gompa. Beim Sturz vom Pferd hat er ein Bein gebrochen. Eine glückliche Fügung, wie sich herausstellen sollte. In großer Hilfsbereitschaft kümmern sich die Mönche um den Verletzten. Sie pflegen sein gebrochenes Bein und die Wunden. Der Patient verbringt mehrere Wochen im Kloster. Wiederholt bittet er um die Schriften, die von Jesus handeln sollen. In dem in mehrere Sprachen übersetzten Reisebericht von 1894, Die Lücke im Leben Jesu, berichtet der Journalist von zwei sehr alten Büchern, die ihm ein Lama brachte. Der Geistliche liest ihm vor und Notowitsch schreibt die Worte des Übersetzers sorgfältig auf. Der antike Text berichtet über das Leben des heiligen Issa, ein Gotteskind, geboren in Israel. Im Alter von 13 Jahren habe er seine Heimat verlassen, um nach Indien zu reisen. Seine Route wird beschrieben und dass er viel Zeit mit hinduistischen und buddhistischen Meistern verbrachte, bevor er sich wieder auf den Heimweg über den Himalaya nach Palästina machte. Notowitschs Entdeckung war ein Schock für orthodoxe Vertreter der Kirche. Sie verwarfen seine These als gotteslästerlich. Große Anstrengungen wurden unternommen, seine Arbeit in Verruf zu bringen. Heute weiß niemand mehr genau, wo die Texte sich befinden oder ob sie überhaupt existieren. Die ersten Missionare trafen ebenfalls gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Leh ein. Dort machten sie eine interessante Entdeckung.
Überall sahen die Verbreiter des Christentums Menschen mit Rosenkränzen. Zunächst glaubten sie, ihre Religion sei ihnen vorausgeeilt und von der Bevölkerung freiwillig angenommen worden, bis sie feststellten, dass es sich um Malas handelt, die Gebetsketten der tibetischen Buddhisten. Rosenkranz und Mala bestehen beide aus 108 Perlen. Eine fast unglaubliche Übereinstimmung, zumal die Zahl 108 im Buddhismus eine große Rolle spielt. Nur buddhistische und christliche Gebetsketten teilen die erstaunliche Gemeinsamkeit. Die Moravianer-Mission gründete 1885 die erste Kirche in Ladakh. Der Hirte zählt heute etwa 30 Familien zu seinen Schäflein. Von den alten Texten über Jesus weiß der Pfarrer nichts zu berichten. Die Kirche streitet die Existenz der Bücher ab. Manche Forscher vermuten, sie wären im Auftrag der Kirche gestohlen worden und würden im Vatikan unter Verschluss gehalten. Andere glauben, dass die Schriften noch in Hemiskompa aufbewahrt werden. Der Wissenschaftler will der Sache auf den Grund gehen und dem Kloster in den nahegelegenen Bergen einen Besuch abstatten. Hat die Kirche als mächtige Institution ein Interesse daran, dem Prophet der Liebe ein übermenschliches Image zu verleihen? Nur schwer fügt es sich in hierarchische Ordnungen, dass alle Kreaturen im Universum Kinder Gottes sind. Die Decke ist schön. Das Mandala ist wundervoll. Offensichtlich hat die Feuchtigkeit im Laufe der Jahre ihre Spuren hinterlassen. Doch die Buddha-Figuren sind noch gut zu erkennen. Wie so oft eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Das muss der Eingang zum Kloster sein. Wenn die Aufzeichnungen, von denen Notovic berichtet, dort noch verwahrt werden, so müsste sich das herausfinden lassen. Bei dem stets herzlichen Entgegenkommen tibetisch-buddhistischer Mönche hofft der Wissenschaftler, das strittige Papier zu sichten. Die Männer kommen gleich zur Sache. Dem Lama ist die Legende von Jesus im Himalaya bekannt. Auch durch Ladakh soll er gekommen sein. Von den besagten Schriften hat er ebenfalls gehört, jedoch kann er nicht sagen, ob sie noch in Hemis sind. Wenn ja, werden die alten Texte in einer speziellen Kammer aufbewahrt. Dürfen wir die Kammer besichtigen? Er sagt, nur der Rinpoche ist autorisiert, diesen Raum zu öffnen. Der oberste Lama weilt in Tibet und kommt nur alle 5 bis 6 Jahre hierher. Er selbst hat den Raum noch nie gesehen, nur davon gehört. Auf den Abt von Hemiskompa zu warten, kann sich der Wissenschaftler aus dem Westen nicht leisten. Selbst wenn es nur wenige Jahre dauern sollte, bis der Rinpoche zurückkehrt. Jeff Salz nimmt sich aber noch die Zeit für einen Rundgang durch die Bibliothek. Dort studieren Mönche und Novizen in heiterer Gesinnung und tiefer Andacht die klassischen Texte. Hemiskompa, mit über 500 Mönchen das größte Kloster in der Region. Die Schriften konnte er nicht finden. Dennoch ist der Wissenschaftler hochmotiviert, weiter zu suchen. Vielleicht lassen sich in anderen Gompas noch Hinweise entdecken. Jeff Salz trifft auf einen Reisenden aus dem Westen, einen Landsmann aus Los Angeles. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der Amerikaner nach Leh kam, um an einer Meditation teilzunehmen. In Ladakh hatte er erfahren, dass Jesus einst durch Indien zog. Unbeeindruckt von den Männergesprächen spielen die Kinder Karom.
Vor einem Monat ging ich zum Tempel in Goazang hinauf. Ich war mit einem Lama verabredet, den ich tags zuvor kennengelernt hatte. Er führte mich in einen Raum und auf die Frage, ob es Aufzeichnungen über Jesus gäbe, machte er eine ausladende Handbewegung. Die Wandregale waren voller Schriften. Heute war ich in demselben Raum, aber die Mönche dort wussten nichts. Der Forscher wird neugierig. Er will wissen, ob er ihm auch Texte übersetzte. Nein, er sprach nur sehr wenig Englisch. Wir konnten uns nicht gut verständigen. Aber ich weiß, als ich nach Goazang hinaufkam, dass die Energie dort so stark war, dass es mich umgehauen hat. Ich saß da und weinte eine Weile. Dann spürte ich, wie göttliches Licht sehr stark durch meinen Körper strömte. Und mir wurde klar, dass es stimmt, was ich gelesen hatte. Jetzt weiß ich, dass Jesus viel Zeit im Himalaya verbracht hat. Und ich fühle es. In Tibet erlernte der jugendliche Jesus auch die hohe Kunst des Heilens. Mit göttlicher Liebe und Kraft seines allumfassenden Willens kurierte er die Krankheiten vieler Ladakis, so die Legende. Jeff Salz will einen einheimischen Gelehrten zu dem Thema befragen. In Agulpa findet ein Fest mit rituellem Maskentanz statt. Dort trifft er Abdul Banaschek. Die feierlichen Vorführungen stecken voller religiöser Symbolik. Jede Bewegung der tanzenden Mönche besitzt mystische Bedeutung. Abdul Banaschek erzählt, dass 20 Jahre nach Notovitch ein indischer Wissenschaftler die alten Schriften übersetzt hat. Etwa im Jahr 1930 soll sie sogar ein Reisender aus Amerika gesichtet haben. Von ihrer Existenz ist der Historiker überzeugt. Nur wo sind die Texte geblieben? In der Vergangenheit standen die wertvollen Schriften der Klöster auch den Verwaltungsbeamten zur Verfügung. Sie hatten früher noch größeren Einfluss als heute. Damals soll es vorgekommen sein, dass wichtige Werke den Klöstern weggenommen wurden. Der Anthropologe deutet an, wenn Staatsdiener die Bücher verschwinden ließen, könnten auch britische Kolonialherren oder Missionare dahinter stecken. Das ist ein sehr heikles Thema. Im Nubratal gibt es einen 5600 Meter hochgelegenen Pass, der erst seit wenigen Jahren für Touristen offen ist. In der Gegend stehen einige große Klöster. Würden Sie dort nach den verschwundenen Schriften suchen? Ja, das sollten Sie machen. Gut möglich, dass wir die wertvollen Schriften eines Tages finden. Aufs Neue ermutigt, setzt der Forscher seine Suche nach dem handfesten Beweis für die langen Wanderschaftsjahre Jesu im Himalaya fort. Sie sind mehrmals von verschiedenen Personen gesehen worden und viele haben von ihnen gehört. Wahrscheinlich gibt es die Texte tatsächlich. Ich persönlich denke, dass ein massives Interesse daran bestand, die Aufzeichnungen verschwinden zu lassen. Denn dann gibt es keinen Beweis. Wenn es ihn gäbe, würde dies die Fundamente kirchlicher Lehren verändern. Auf der Seidenstraße Richtung Tibet. Der Forscher hofft, im Nubratal eine neue Spur zu finden. Die Texte, die Nikolai Notovitsch in Händen hatte, waren Abschriften von alten Büchern. Die Originale befanden sich in Tibet. Vermutlich wurden sie bei der gewaltsamen Zerstörung fast aller Klöster und Tempel durch die chinesischen Eroberer vernichtet. Doch der Wissenschaftler hat gehört, dass es mehrere Kopien geben soll. Das Rätsel um die Jugendjahre Jesu Christi bleibt bestehen. Aber vieles deutet darauf hin, dass der Messias auf Reisen war. Die Apostel wissen nichts über seine besten Jahre zu erzählen. In Indien ist der Heilige aus dem Westen eine feste Größe. Nicht als einziger Sohn Gottes, der die Menschheit erlöst, eher als Prophet der Liebe, der den Menschen Gesundheit und Freude schenkte.
Unterwegs zum Kloster Deskyd überqueren die Männer den höchsten befahrbaren Pass, den Kadong La. Der Tempel liegt auf 5600 Meter über dem Meeresspiegel. Jedermann ist willkommen. Der Schrein beherbergt Bilder von Hindu-Göttern, Gurus und tibetisch-buddhistischen Gottheiten. Der Dalai Lama. Und wir haben Jesus im Himalaya gefunden. Auch Maria fehlt nicht in der illustren Runde. Jesus mit vielen anderen Gurus zusammen mit mächtigen Wesen aus der Götterwelt, sie alle helfen den Betenden. Eine von vielen verschiedenen Gruppierungen im Yoga sind die Nath-Yogis. Ihr Ursprung geht auf Isa Nath, auf Jesus von Nazareth zurück. Ein großer Lehrer aus dem Westen, wie sie sagen, der sie anregte, das Kastensystem fallen zu lassen und Nächstenliebe zu üben. Sie sprechen noch heute darüber. So, das ist auch ein Stück Legende. Ziel des Yoga ist die Offenbarung der innewohnenden Göttlichkeit, worin Jesus wohl ein Meister war. Gottessucher, Mönche und Gelehrte kennen meist die Überlieferungen. In Kloster Deskyd will Jeff Salz mehr darüber erfahren. Bis vor wenigen Jahren war das Nubratal verbotene Zone. Der eigentliche Name der Region, Dumra, bedeutet Blumengarten. Tatsächlich erstrecken sich üppige Oasen durch das fast 3.500 Meter hohe Tal. Das Grenzgebiet zu Pakistan ist erreicht. Dort gibt es für Touristen kein Weiterkommen. Die Straße ist zu Ende. Nur etwa eine halbe Motorradstunde entfernt beginnt umkämpftes Terrain. Das Nubratal liegt auf der alten Karawanenroute nach Tibet. Lange Zeit kamen keine Besucher in die einsame Bergregion. Vielleicht begünstigt die Abgeschiedenheit der Klöster die Jagd nach den verlorenen Büchern. Unterwegs zu Deskyd Gompa unterhält sich der Wissenschaftler mit seinem Führer. Es stellt sich heraus, dass Loisa Hur die Legende seit seiner Kindheit von den Großeltern kennt. Auch in Indien habe ich etwas über Jesus Christus in Kaschmir gehört. Ja, wirklich. Man hat mir erzählt, dass der heilige Jesus Christus auch nach Ladakh, in diese Himalaya-Region, kam. Die Älteren unter den Ladakhis kennen die Legende noch. Gut zu wissen, vielleicht sind wir ja auf der richtigen Fährte. Zum ersten Mal vernimmt der Forscher die Geschichte von Jesus im Himalaya nicht von einem Gelehrten, sondern so, wie sie seit vielen Generationen im Volk mündlich überliefert wurde. Oberhalb der Ortschaft Deskyd ragt die von 80 Mönchen bewohnte Felsengompa empor. Sie gilt mit knapp 600 Jahren als die älteste im Nubratal und untersteht dem Kloster Tiksee. Wie weiße Wolken ziehen zu Beginn der Puja die Gedanken an das Erlebte noch einmal durch das Bewusstsein. Das Grab in Kaschmir, laut Professor Hasnain und anderen Forschern, die letzte Ruhestätte Jesu. Angeblich von Notovic entdeckt, alte tibetische Texte, die seine Reise durch den Osten beschreiben. Die Hinweise auf Jesus in den antiken hinduistischen Texten. Der Rosenkranz mit 108 Perlen, genau wie bei allen tibetisch-buddhistischen Gebetsketten. Und all die anderen Übereinstimmungen zwischen Buddhismus und Christentum. Etliche Parallelen, die auf einen tiefen Zusammenhang beider Religionen hindeuten, geben dem Wissenschaftler zu denken. Doch zu gerne würde er einen Beweis finden. Die Mönche gewähren dem Forscher Zutritt zu ihrer Bibliothek. Er darf sich alle Bücher anschauen.
Jeff Salz hofft, Abschriften der alten Texte zu entdecken, die von Jesus handeln. 1. Nachdem er ein paar Bücher gesichtet hat, wird ihm klar, dass noch viele Hunderte in den Regalen auf ihn warten. Nur 8 Kilometer entfernt liegt das nächste Kloster mit einer noch größeren Bibliothek. Tauchen die alten Zeugnisse der verlorenen Jahre Jesu jemals wieder auf, könnte das vielen Menschen helfen, ihr Bild von Jesus, dem Menschensohn, zu vervollständigen. Das wird vielen nicht gefallen, aber es gibt Fundamentalisten, die auf Trennung bestehen und die Menschen aufgrund ihrer Religionen spalten. Die Geschichte von Jesus zeigt genau das Gegenteil. Wir sollten es uns nicht länger leisten, uns aufgrund des Glaubens zu entzweien. Toleranz und der Blick auf die Gemeinsamkeiten kann alle Religionen auf ihren gemeinsamen Ursprung im Herzen zusammenführen. Wer dem Schöpfer dienen will, der diene seinem Nächsten. Für den Wissenschaftler auf den Spuren von Jesus im Himalaya machten die Liebenswürdigkeit der Menschen und die Begegnung mit dem tibetischen Buddhismus den Weg zum Ziel.